Mensch, was für ein Weg wir jetzt schon alle hinter uns haben. Wir haben Cakewalk installiert, konfiguriert, Clips bearbeitet, eine Gitarre aufgenommen, ein Schlagzeug und am Bass programmiert, die Effekte über Aux und Busse geschickt. Und ich gehe davon aus, dass ihr bereits schon selber ein bisschen ausprobiert habt mit eurem eigenen Zeug. Und das möchtet ihr natürlich aus Cakewalk raus exportieren. So. Songs exportieren und was man damit exportierten Songs machen kann, verrate ich euch am Schluss. Jetzt bei Mach's dir selbst. Jahooti, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. So, also heute exportieren wir unseren Song, den wir in Cakewalk erstellt haben, und das macht man auf zwei verschiedene Arten. Zum einen als Audiodatei, ob es jetzt für einen Upload beim Aggregator wie DistroKit ist oder für euch aufs Handy zum unterwegs hören und dann noch das gesamte Projekt zum Austausch mit anderen Cakewalkern. Oh, ein Haar. Da war ein Haar in meinem Kaffee, Herr Ober. Es gibt nichts Ekelhafteres wie Haare im Mund. Was habt ihr mit meinem Kaffee gemacht? Anyway, fangen wir mal an mit dem Austauschformat. Cakewalk Bundle. Das ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Cakewalk Projekt, also CWP, nur dass die ganzen Audiodateien mit drin sind, weil ihr seht ja hier normalerweise, wenn ich ein Projekt abspeichere, habe ich hier die Projektdatei und dazu habe ich dann den Ordner Audio und dort sind alle meine Sachen drin, die ich aufgenommen, abgemischt, eingefroren habe etc. Also alles, was irgendwie klingt, ist da als Wave-Datei drin. Deswegen muss ich den Audio-Ordner immer mitschicken, da das aber unpraktisch ist, kann ich aber auch als komplett geschnürtes Paket verschicken, also dieses Cakewalk Bundle. Um das zu machen, speichere ich mein Projekt erst, dass ich aktuelle Version habe und dann gehe ich auf Datei, Speichern unter und dann wähle ich hier unten CWB aus Cakewalk Bundle. Dann wird es als Cakewalk Bundle-File abgespeichert und ihr seht auch, ist auch größer als mein Cakewalk-Projekt, weil jetzt die ganzen Audiodateien mit dazugepackt sind. Und dieses Bundle kann ich jetzt anderen Menschen schicken und die können es mit einem Doppelklick aufmachen. So ein Bundle-File hatten wir ja schon mal, war ein paar Tutorials davor, da gab es den Andi-Song als Bundle. Konntet ihr euch da runterladen? Könnt ihr auch immer noch. Link ist hier zu dem entsprechenden Video. Wenn ihr aber dann so Bundle-Files austauscht, dann ist es wichtig, dass beide die gleichen Plugins verwenden. Schicke ich euch ein Bundle und da sind VSTs drin, welche nicht auf eurem System sind, kann die entsprechende Spur natürlich nicht richtig wiedergegeben werden, weil der entsprechende Effekt in der Signalkette komplett fehlt. Sind solche Plugins vorhanden, dann friert dementsprechende Spuren vorher ein. Das mache ich mit diesem Button hier und damit wird die Spur als Audiodatei gerendert, also alle virtuellen Effekte und Instrumente werden fix aufgenommen und es ist ein komplett fertiges Audio-File. So, und jetzt braucht man natürlich die ganzen VST-Instrumente und Plugins in dieser Spur nicht mehr, also werden es auch gleich deaktiviert. Und jetzt kann die Person am anderen Ende die Datei öffnen und abspielen, solange sie die Spur nicht wieder auftaut. Übrigens, mit so Spur einfrieren kann man das eigene System auch entlasten. Bei jeder Spur, die ich einfriere, müssen die enthaltenen Effekte ja nicht mehr während der Wiedergabe generiert werden und können somit deaktiviert werden und das spart uns wieder Systemressourcen und verringert sogar unter anderem unsere Latenzzeit. Super, oder? Wenn ich dann natürlich die Parameter von den Effekten ändern möchte, dann muss ich die Spur vorher wieder auftauen. Auch mit einem Klick auf dieses Frost-Symbol. So, jetzt haben wir lang genug Projektdateien ausgetauscht. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt nutzen wir die Exportfunktion, weil ein Cakewalk-Projekt-File kann ja kein Media Player oder kein Audioradio oder kein Handy abspielen bzw. lesen. Also müssen wir es erst in ein kompatibles Format umwandeln und die gängigsten sind entweder Wave-Dateien, hochqualitativ, oder dann für unterwegs reicht der MP3-Datei. Dazu nutzen wir Cakewalks Exportfunktion und die gibt es unter anderem auch als Modul. Und falls ihr das Modul nicht da habt, irgendwo hier, wo keine Zahl oder kein Buchstabe steht, Rechtsklick, Module und dann wählen wir Exportieren aus.
Dies ist die einfachste Möglichkeit, euer Projekt zu exportieren, aber auch gleichzeitig die optionsärmste. Da kann ich so gut wie gar nichts einstellen. Exportieren wir unser Projekt mal als Wave-Datei, dazu gehe ich hier oben drauf. Exportieren Audio Wave. An Dateinamen vergeben und darauf achten, dass Export- und Projekteinstellungen übereinstimmen, also hier bei Sampling Rate und Bitrate. Speichern klicken und jetzt fängt meine Kiste auch schon an zu rödeln und exportiert den Song so schnell, wie es mein Rechner zulässt. Fertig ist unsere Wave-Datei und die lässt sich jetzt natürlich mit allen gängigen Media-Playern abspielen. Gleiches gilt dann für eine MP3-Datei, auch hier wieder exportieren, Audio, MP3. Hier kann ich doch noch Qualitätseinstellungen anpassen und dann mit OK den Export starten. Und je nach Qualitätseinstellungen ist diese Datei dann nur noch ein Zehntel so groß wie eine Wave-Datei zum Beispiel. Dafür ist eine Wave-Datei, sagen wir mal, der reinste Export. Da wird nichts runtergerechnet im Gegensatz zu MP3, welches ja eine verlustbehaftete Kompression ist. Wave-Dateien mache ich also dann, wenn ich es zum Beispiel über DistroKid an Spotify, iTunes und Co. verteilen möchte. MP3s eher für euch so zum Anhören, zum Mitnehmen oder für E-Mail an Freunde, Bekannte. Überrascht sei ich. Ich selber nutze diese Exportfunktion aber so gut wie gar nicht. Und warum? Weil ich ein Control-Freak bin. Meine Projekte fangen zum Beispiel immer erst bei Takt 3 an. Mache ich den Export hier über dieses Modul, wird immer das komplette Projekt exportiert von 1 bis Ende. Und diese Pause, die ich selber für mich immer setze, weil es zum Einspielen ein bisschen besser ist, wenn ich Vorlaufzeit habe. Aber beim Export brauche ich diese 2-Takte-Pause am Anfang gar nicht. Jetzt könnte ich natürlich hier bei meinem Modul von Projekt auf Auswahl umstellen, den Bereich, den ich exportieren möchte, markieren und so ein bisschen kleine Pause am Anfang möchte ich ja doch haben. Also kann ich hier so von der Markierung hier so Müh vor 3 hier gehen mit der Markierung. Und jetzt gehe ich dann oben wieder auf Exportieren, Audio und dann Wave oder MP3-File. Und dann wird die Datei wieder exportiert, aber halt von dem Start- und Endpunkt, den ich jetzt bestimmt habe. Aber damit haben wir nur eine von vielen Optionen abgedeckt, die wir beim Export angeben können. Wenn wir schon nicht die volle Kontrolle über unser Leben haben können, dann zumindest über unseren Export. Und dazu gehen wir auf Datei, Exportieren, Audiodatei. Was? Das schaut jetzt erstmal riesig und umfangreich aus. Ist es auch, aber keine Angst. Das meiste könnt ihr so liegen lassen und so stehen lassen. Ich zeige euch zuerst mal nur die wichtigsten Einstellungen, die ihr beim Export braucht. Bei Dateiname steht es jetzt hier mit diesen geschwungenen Klammern drin. Das ist quasi so ein Tag und der heißt nichts anderes, dass der Export-Dateiname immer der gleiche ist wie der eures Projekts. Ihr könnt natürlich auch an eigenen vergeben und wenn ihr noch projektrelevante Infos im Dateinamen haben wollt, wie Erstelldatum oder Bittiefe etc., dann könnt ihr das mit einem Klick hier noch automatisch hinzufügen und müsst es nicht immer manuell eintragen. Den Speicherort eures Exports könnt ihr hier einstellen, ist standardmäßig immer ein Unterordner mit dem Namen Export in eurem Projektordner. File-Type ist auch klar, hier kann ich einstellen, welches Dateiformat ich für den Export haben möchte und die gängigsten sind dabei. Das Kanalformat könnt ihr eigentlich auch auf Stereo lassen, außer ihr möchtet ein erzwungenes Mono oder Stereo oder für jeden Kanal eine separate Datei. Ansonsten lasst man sie auf Stereo. Sampling Rate und Bittiefe, wenn ihr euch da unsicher seid, welche ihr nehmen sollt, dann nehmt immer die gleichen, die ihr in eurem Projekt verwendet. Standardmäßig, wenn ihr einen Hochqualität-Export habt mit 48 kHz und 24 Bit, das ist dann meistens eben wieder für Aggregatoren. Oder wenn ihr es für eine CD exportieren möchtet, dann reichen 44,1 kHz und 16 Bit.
Aber sobald sich die Exportwerte, was Sampling Rate und Bitrate betrifft, sobald sich die von eurem Projekt unterscheiden, also Projekt- und Exportwerte unterschiedlich sind, dann ist dieses Dithering zwingend erforderlich. Weil jedes Mal, wenn es umgerechnet wird, so eine Datei in eine andere Sampling Rate, entstehen Umrechnungsfehler. Zwangsweise, das sind sogenannte Quantisierungsfehler und die sind auch hörbar. Hört sich so an. Ja, Schee ist was anderes und dieses Rauschen möchten wir maskieren oder überdecken und dazu macht man Dithering. Und bei Cakewalk gibt es ein paar einfache Algorithmen, wie zum Beispiel rechteckig, das ist der schnellste, aber qualitativ beschissenste. Und dann haben wir hier noch Power 3 und das ist der qualitativ hochwertigste, aber auch rechenintensivste. Aber die gibt schon so lang und wir haben halt alle so schnelle Rechner, dass das kaum mehr ins Gewicht fällt. Also nehmt's, wenn ihr Dithering braucht, immer den Power 3. Beim Projektumfang passt gesamter Mix eigentlich immer, solange ihr nur einen Ausgang habt, einen Hardware-Ausgang. Sobald ihr mehrere Hardware-Ausgänge habt, wie zum Beispiel ich hier bei mir, da habe ich ja ein Stereo-Paar für meine Kopfhörer, ein Stereo-Paar für meine Monitorboxen und dann nochmal ein Stereosignal, das rüber in meinen Aufnahmeraum auf die Kopfhörer geht. Das heißt, ich habe jetzt hier drei Hardware-Ausgänge, die jeweils das gleiche ausgeben und würde ich jetzt hier einfach auf gesamter Mix das lassen, würden drei Stereosummen summiert werden und damit ist natürlich eine Übersteuerung schon vorprogrammiert. Also, wenn ihr mehrere Hardware-Ausgänge habt, dann wählt hier Hardware-Ausgänge aus und macht einen Haken bei den Ausgängen raus, die nicht im Export sein sollen. Und diese ganze Hakenwirtschaft unten, die können wir auch gleich mal ignorieren. Ihr wollt euren Song ja im Export so hören wie im Projekt und nicht irgendwelche Effekte oder Automationen deaktivieren. Keine Ahnung, warum man das machen soll. Das habe ich noch nie gebraucht. Und das hier unten in Echtzeit rendern, das klingt nur geiler und futuristischer und funky, weil es heute in Echtzeit gemacht wird. Das Einzige, wo man jetzt sowas in Echtzeit rendern brauchen könnte, wäre jetzt, wenn ich ein analoges externes Gerät in meiner Signalkette habe, dann muss ich beim Export natürlich dann das als Live-Sound laufen lassen, damit auch der Analog-Effekt da auch mit durchgeschliffen wird. Die Warteschlangen-Optionen, die sind dann dafür da, wenn ich das gleiche Projekt mehrmals exportieren möchte hintereinander, braucht man also nicht. Habe ich selber noch nie hergenommen. Vielleicht macht man das irgendwann. Schreibt es in die. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas haben möchtet. So, aber jetzt exportieren klicken und euer Projekt ist fertig exportiert. Ja, und was macht man jetzt mit so einem Export? Ihr könnt mir den zum Beispiel schicken, dann kann ich mir den anhören. Vielleicht habt ihr auch eine Vocal-Idee zu dem einen Song, den ich vor ein paar Projekten euch zur Verfügung gestellt habe. Nehmt da ruhig was auf oder schickt mir eure eigenen Exporte an meine E-Mail-Adresse. Wir sind jetzt soweit mit unserer Einsteigerserie fertig. Ich bin jetzt gerade am Vorbereiten für die fortgeschrittene Serie. Auch doch nochmal vielen lieben Dank an euch alle für euer Feedback, welche Inhalte ihr da haben wollt. Ich bin jetzt am Vorbereiten. Gebt mir noch ein, zwei Wöchchen dafür Zeit. Bis dahin scheint, dass wir noch was anderes für euch zur Verfügung stellen. Und da gibt's noch ein Video zum Reingucken. Und drunter wie immer, wenn es mal wieder zu stressig war, was zum Chillen. Und bis dahin sage ich Bussi aufs Bauchi-Bärli. Und Servus.